Sehen Sie sich die Reifen an, Schreiber. 4 Reifen von Fräulein Heidbergs Auto. Was fällt Ihnen auf? Oh ja. 3 Reifen sind in Ordnung. Ja? Der 4. ist geplatzt. Die Reifen sind fast neu. Ja. Da fragt man sich, wie ein neuer Reifen platzen kann. Halt, reden Sie nicht. Schauen Sie. Die 3 intakten Reifen weisen deutliche Bremsspuren auf. Hier, ja, wurde der Gummi förmlich abradiert. Kein Wunder, als das Unglück geschah, ist sie mit aller Kraft auf die Bremsen gestiegen. Aber ausgerechnet an dem 4. Reifen fehlen die Bremsspuren. Ja, Sie haben recht, Kommissar. Also? Verstehe ich nicht. Denken Sie, das hilft. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Reifen kaputt war. Das denken Sie noch einmal. Auch wenn der Reifen hin ist, dann bremst doch das Rad. Ja, natürlich. Im Gegenteil, der Reifen drückt sich platt. Die Bremsspuren müssten noch stärker sein. Also? Kann es sein, dass jemand den Reifen ausgewechselt hat? Exakt. Und warum? Weil man dem Original nur zu leicht angesehen hätte, wie es passieren kann, dass ein fast neuer Reifen bei normalem Tempo und normaler Straßenbeschaffenheit in die Binsen geht. Man hätte das Einschussloch entdeckt. Es hat jemand auf den Reifen geschossen? Hätten Sie eine andere Erklärung? Fräulein Dr. Heidberg sollte gehindert werden, vor dem Kongress auszusagen. Ja, der alte Witz.